Guten Morgen. Letzte Tasche. Wir haben gestern Abend schon alles gepackt. Wollten um 4 Uhr losfahren. Das ist in 5 Minuten. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich muss noch die zwei Kleinen fertig machen. Roy macht den Elias gerade fertig. Das muss noch mit. Das muss noch mit. Ich brauche noch ein Oberteil. Ich glaube, ich habe jetzt ein Oberteil oben vergessen. Muss ich nochmal hoch. Dann packe ich die Flaschen ein. Was ist hier jetzt alles drin? Muss noch rein? Muss ich. Das muss noch rein. Wasser muss noch rein. Ich dachte, ich bin fertig gepackt. Ah, hier ist deine Milchschatz. Das nehme ich auch mit. Löffel und die Flaschen muss ich noch einpacken. Die Uhr ist stehen geblieben. 4.10 Uhr. Tschüss, Frau. Leonie, du kannst schon mal Schuhe anziehen. Leonie, darf ich jetzt in die Kamera? Warte! Wir sind im Weg, guck mal. Hier, ich leg die hier hin. Die Kamera muss noch drin. Dann kriegst du jetzt eins. Ja. Sie kriegt eins. Weißt du, wie das geht? Also, das kommt auch noch rein. Die Autos sind schon voll. Links, genau, und einmal drücken und dann an der Seite drücken. Gesundheit! Die wirft Judy auf den. Oh. Weich, passiert nichts. So, ich mach die Kamera draußen dran. Wenn die erst ist aufgeregt. Dann bleibt Schwein hier. Hat der Papa die Socken von der Leonie angezogen? Passen besser, gell? Dein Ohr. Gut raus. So, ist noch dunkel. Oh nein, das ist dunkel. Ist dunkel, ja. So. Elias trinkt jetzt schon eine Flasche. Da sind die anderen im Auto. Mach die Augen zu, ich glaube, da ist Leonie. Hallo. So, die erste Pause. Wir haben uns Kaffee geholt. Ja, sobald man steht. Was, willst du knabbern? Ja. So, los geht's. Das ist unser geliehenes Auto. Also, das nächste Mal fliegen wir. Schatz, das nächste Mal fliegen wir. Das nächste Mal fliegen wir. Die LKWs, die nerven mich. Ja, und Baby ist wach. Ja. Die blinken und fahren rüber. So schnell kann man gar nicht gucken. Da muss man sich so konzentrieren. Das ist so viel los heute. So Wahnsinn. Oh je. Ich hoffe, wir kommen an. Mal ein bisschen. Schläft alles ein. kalt. Wir sind jetzt bei Hinterrastatt oder sowas. Nächste Pause. Wir müssen ihn jetzt rausholen. Er hat keinen Bock mehr. Oh, ist ja heiß. Wir müssen ihn den Pulli ausziehen. Und da war es warm drin, gell? Ich mache ihm jetzt eine Milch. Relativ ja. Der ist aber halt jetzt verschwitzt, gell? Nee, wir lassen ihn drin hier. Okay. Hauptsache ein bisschen raus. Ich mache jetzt eine Milch. Schläft Leonie? Ja, ja. Wir fahren gerade am Europapark vorbei und wir sehen die Achterbahn von hier. Und wie man trinkt. Jetzt machen wir Pause, weil Elias unruhig ist. Wahrscheinlich müde. Und Lukas schläft da drin. Hallo. Leonie ist so lieb. Elias rastet die ganze Zeit aus. Deswegen müssen wir das fünfte Mal jetzt, oder? Ja, keine Ahnung, schon oft. Wir sind jetzt in Frankreich und jetzt müssen wir die 50 Kilometer, oder? Ja. Jetzt müssen wir die Autobahn bezahlen. Ja, erstmal Zettel ziehen, glaube ich. Warte, vorbei. Darf ich mit Pipi-Mann schläft. Aber
aber erstmal so einen Zettel ziehen, ne? Jetzt müssen wir kein Geld rausholen, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Das wird 47 Euro in klein. Ja, ganz voll, jetzt bist du reich. 3 Euro hat das gekostet und vorher hatte nur ein 50-Euro-Schein. Hatte ganz viel Kleingeld. Fahren wir weiter? Let's go. Ah, jetzt, yes. Da muss ich schon studiert haben, die. Wir waren jetzt bei McDonald's da hinten. Jetzt müssen wir beide voll tanken. Hier, das geht nicht mit dem Einklemmen. Gasola. Nee, Gasolee. Wir sind in Lyon angekommen. Hübsch die Stadt. Irgendwie suchen wir schon die ganze Zeit einen Parkplatz. Hey, ja, deine Brille ist genau auf dem Weg. Warte. Das sieht ja cool aus. So, Selina und Mama verloren in Lyon. Wir wissen nicht, wo Papa ist. Wir haben nämlich nach Parkplätzen gesucht. Hier gibt es kaum Parkplätze, denn das Hostel oder Hotel ist in so einer ganz schmalen Gasse. Aber der Papa hat jetzt Standort geschickt. Weißt du jetzt, wo wir hinlaufen müssen? Er antwortet nicht. Ja. Ach so. Wir haben uns gegenseitig Standort geschickt, aber okay, vielleicht kommt. Wir sind auf jeden Fall sehr müde. Es war so anstrengend, die Fahrt. Oh mein Gott. Das nächste Mal müssen wir entweder zusammenfahren oder fliegen. Das war echt, also ich bin ja zum ersten Mal so weit gefahren. Konzentration. Mein Kopf ist kaputt. Man muss sich so konzentrieren, dass der Kopf kaputt ist. So müde. Ja, da hinten. Mal sitzen. Da kannst du dich hinsetzen. Hm? Oh, schön. Ein altes Haus. Ist hübsch gemacht. Oh. Mal spielen. So, wir sind jetzt in unserem Zimmer. Wir haben solche Hochbetten. Und ganz viele Hochbetten und ein großes Bett. Wir sind ja nur in Lyon, damit wir die komplette Strecke nicht auf einmal fahren müssen, weil das jetzt so anstrengend ist. Das war ja jetzt schon mega anstrengend. Wartet mal, was wir auf dem Rückweg machen. Durchfahren? Ja, müssen. Naja, mal gucken, wie wir es machen. Ich zeig euch mal die Aussicht. Wir sind mitten in so einer schmalen Gasse. Dieser Hostel ist mit einem Restaurant, Café und sowas hier unten. Habt ihr gesehen? Mal was trinken später. So, wollen wir jetzt spazieren gehen? Eis essen? Ja, Eis essen. Und ich freue mich aufs Bettchen. Jetzt wollte ich denken, alles gut. Was für ein Eis willst du? Vorsicht. Erdbeere. Erdbeere. Guten Morgen, Gesundheit aus Lyon. Wir haben gut geschlafen, spät eingeschlafen, denn Leonie wollte nicht einschlafen, die war so aufgeregt. Ja, jetzt holt der Papa sein Auto und dann beladen wir das ganze Zeug wieder zurück und dann geht die Reise weiter. Wir haben jetzt noch etwas über 300 Kilometer und dann sind wir am Ziel. Aber so eine Pause tut echt gut.
Also ne, Übernachtungspasser, wir waren gestern so kaputt von der Strecke. Wir waren ja über 600 Kilometer. Das hat mich voll fertig gemacht. Hier. Also was trinken wir hier? Alle Tacos. Im Hotel. Für die schöne Bar. Hier, alle Tacos. Cappuccino, Kakao für alle. Und dann Taco, Taco, Taco. Geht's weiter. Taco, Taco. Was machst du schon wieder? Wo ist der Taco? Ist hier. Viel Taco. Lecker. Und Pizza? Pizza? Pizza, Pizza, Pizza. Papa, ja. Ein Gefrühstück. Bitte? Pizza. Pizza, ja. Da hinten. So, no, no. Kakao, Cappuccino. Deins, du kriegst auch Kakao, oder? Ist auch Kakao von Lukas? Ja. Selina will nichts. Also Selina will zum Cappuccino von mir. Tankstopp wieder. Irgendwie verbraucht mein Auto echt viel. Und ruft sich noch bis zum Ziel. Ich hole mir mal was zu essen. Willst du auch was? Das Pizza. Wir haben es aber erst 8.38 Uhr. Hm? Bereit? So, wir sind ein bisschen früher da. Wir dürfen erst in 3,5 Stunden einchecken. Deswegen gucken wir uns erstmal die Gegend an jetzt hier. Ja. Und da ist irgendwo unsere Unterkunft. Das ist eine ganze Laufung hier. Hier ist ein Restaurant. Thailändisch. Hier, da ist thailändische Pizza. Ja, es, man nee, riecht. Quatsch. Herr Lukas! So, wer möchte? Ah, Papa! Costa Rica! Costa Rica, ja. Ja, wer möchte sich? Hallo? Will hier keiner sich hinstellen oder was? Wow! Hallo, ich! Oh. So, ich habe Feinkontakt. Sandkontakt. So. Super. Also, hier ist alles, was man braucht. Da oben steht die Martha, die will nicht. Warum auch immer. Und ich gehe jetzt ins Wasser. Ui. Ui, ui, ui. Oh. Ist ein bisschen kalt. So ungefähr. Was ist? Warum gehst du mit Socken da rein? Bist du dumm? So, pst, machen wir was wegschneiden. Macht Musik drüber. So, guck. Da sind die Steine, da kann man drauf. Da wird geangelt da hinten. Und Selina, was sagst du? Ja. Es ist gerade ein bisschen kalt. Ja, gell? Es ist ganz schön frisch. Hallo, nicht mit Schuhen. Warte. So, jetzt haben wir Bänder bekommen. Das ist unsere Unterkunft. Jetzt machen wir die Bänder alle dran. Leonie muss auch noch ein Band haben. Außer Elias kriegt kein Band. Ich das nicht ab. Ja, super, ich glaube, ich hab's very nice gemacht. Helf mir mal hoch. Warte, ich muss den Kleinen. So. Okay. Nimmst du schon auf? Okay. So, dann lass uns mal laufen. Wir müssen an irgendeinem Restaurant rechts, keine Ahnung. Ich hab schon wieder alles. Du hast einen Plan bekommen, oder? Ja, hab ich. Wir sind jetzt hier an der Rezeption. Also, wir sind ziemlich weit hinten. Guck mal. Wir sind jetzt hier. Da können wir nachher mit dem Auto reinfahren.
Von hier müssen wir jetzt runter, da sind dann die Parkplätze und da ist die 124. Und da hinten ist ja auch der Europapark. Europark. Ja. 124. Europark auf Amokon. Ja, 124. Hier ist ein riesengroßer Spielplatz. So, den werde ich nicht benutzen. Ja, Leonie hat den schon gesehen. Oh, Elias sieht nichts. Sie sieht die Mütze runter. Warte, so. So. Hui! Animation ist das. Schaumparty. Disco. Tanzt du mit mir, Schatz? Nee. Glaube nicht. Dann gehe ich mit Selina tanzen. Ja, gut. Also, hier ist Kollege Schwenning, Stuttgart, ist alles dabei, Mann. Eingang übrigens für Dings. Da, hier, Lukas. Ja, da. Ein Eingang für. Oh, da gibt's noch ein Bild. Ja, für Leonie. Hier gibt's noch ein Konzert. Babybecken. So ein Häuschen kriegen wir. Ja, hier sind die Rutschen. Zwei. Und cool. Zwei verschiedene Eingänge. Das sind zwei verschiedene Rutschen. Eine ist klein, eine ist groß. Oh, dass jetzt schon so viel los ist. Kann ja, weil es schön ist. Voll hübsch gemacht hier. Wir haben es gefunden. Hier, Selina. Das Labyrinth. Direkt am Strand. Ja, hier sind die Parkplätze. Wo? Hier. Ach, da ja. Super. Direkt hier sind die Parkplätze. Warte, ich komme, ich nehme ihn. Siehst du nichts? Jetzt ist ja keine Sonne mehr.